Wieso ist er Conor McGregor? Das ist eine neue... Was ist das? Eine neue Mission? Oder was? Was ist das? Sollen wir das spielen? Einsatzbesprechung. Good morning, 47. Your target is the multi-billionaire MMA fighter, known simply as the Disruptor. Tonight, he will be attending a duel at the Ark Society's headquarters on the Isle of Scale. His opponent is Tim Quinn, CEO of Quantum Leap and organizer of the event. Mr. Quinn has lately become obsessed with the world of MMA, seeing himself as one of the best, though his talent is... questionable. It's a battle to the death, and the odds are certainly against him. Some stakeholders have seen this as an opportunity to engage in a hostile takeover of Quantum Leap, and they will do everything they can to have the Disruptor win. However, our clients, still loyal to Quinn, have hired us to protect their asset and make sure this doesn't happen. Do everything in your power to keep Quinn safe and stop the Disruptor winning the fight. Okay, wir müssen aufpassen, dass Conor McGregor den Kampf nicht gewinnt. Da muss man ja in echt eigentlich nur ein bisschen Koks und Alkohol hinlegen. Dann sollte das von alleine laufen. Okay. Wir schauen uns diese Mission einfach mal an. Komm. Let's go. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe eine andere Herangehensweise als Hitman. Good evening, 47. Welcome back. Oh, das Wasser sieht aber realistisch aus. Your target, the Disruptor, is currently getting ready for the first round in a duel to the death with our client's asset, Mr. Timothy Quinn. The Disruptor is out for blood. Warum sieht das so komisch so remember, aus? You need to keep Quinn safe, as his life depends on it. This is not going to be easy, so you'll need to be creative in protecting Quinn whilst dealing with your target. Good luck, 47. Also, ich werde natürlich auf jeden Fall hier durchgehen und versuchen, unschuldiges Leben zu verhindern. Aber Unschuld und Schuld sind ja auch oft eng beieinander. In der einen Sekunde bist du schuldig, in der anderen bist du unschuldig. So genau kann man das auch nicht immer sagen. Die Trennlinie ist da sehr verworren. Also insofern ist das nicht immer eindeutig, finde ich. Mit welcher Taste öffne ich nochmal Türen? Naja, ich brauche Schlüssel. Hä? Aber das war doch nicht mit G. Ich hatte doch noch eine andere Taste dafür. Ne? Okay. Sicherung ausschalten. Ah, wenn ich die ausschalte. Dann kommen die bestimmt da raus. Ich kann da rein. Hä? Oh, sag ich doch. Was ist da draußen los? Na? Ich bin der allerbeste Hitman. Kamera ist hier leider sehr eingeschränkt gerade. Ich bin ja so ein super Hitman. Aber was bringt mir das? Okay, jetzt kann ich wieder rein. Jetzt kann ich die drinnen. Kein Quicksave? Ne, wie war denn das nochmal? Ist schon wieder eine Woche her, ich habe wieder alles vergessen. Gab es kein Quicksave? Es gab doch Quicksave. Oder habe ich mich darüber geärgert, dass es kein Quicksave gab? Eins von beiden war es. Wie speichert man denn?
nicht speichern? Stark von mir. Einfach wieder mal sensationell gut gelöst von mir. So, und jetzt machen wir hier verkleiden. Leute. Was hält er denn da in der Hand? Was habe ich da in der Hand und warum? Wieso kann ich keine Waffen wechseln? Mann, ey, was habe ich mir hier schon wieder für eine Steuerung eingebrockt? Interagieren, Geschicklichkeitsaktion, nehmen, Deckung, Körper wegschleifen, Objekt benutzen, Verkleidung nehmen, okay, laufen, zielen, nachladen, Inventar, okay. Naja, gut. Autobatterie. Sein könnte. Egal. Das habe ich schon wieder sensationell alles gemacht. Das muss man mir schon lassen. Wofür ist die Autobatterie vielleicht? Für das Boot? Zum Entkommen später? Yes. Was denn? Was ist? Ich bin einer von euch. Seid ihr doof? Vielleicht muss ich die Autobatterie wegstecken. Warum? Seid ihr dumm? Ich bin doch einer von euch! Zurück zum Menü? The fuck, man muss das... Wo ist denn jetzt die Mission hin? Sag mal, Leute, ich dreh gleich durch. Hier. Kann man die nur einmal spielen oder was? Nein, nicht im Ernst. Das, ihr verarscht mich. Das glaube ich nicht. Gib mir die Scheiße mit. Jetzt musst du irgendwie nochmal. Also, das ist doch nicht euer Ernst. Dieser Arcade-Auftrag kann nicht gespielt werden, denn sie haben ihn schon versucht und ohne Erfolg abgeschlossen. My fucking ass, ihr wollt mich doch verarschen. Alter, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich exakt genauso alles gemacht. Das ist ja so unverschämt. Okay, fuck you. Wo ist denn... Aber gibt's nicht hier Spielladen? Ich war doch mitten in der Mission das letzte Mal. Die muss ich doch auch noch irgendwo haben. Hier. Also wer dieses Menü, wirklich, ich mag dieses Spiel, aber wer dieses Menü erfunden hat.
Wahrscheinlich kann man es doch versuchen, wenn man sich jetzt die... Man kann sie wahrscheinlich nur einmal for free versuchen. Und dann muss man sich die kaufen. Hier, Disruptor Pack musst du dir dann kaufen. Ne? So. Niemand schafft so eine Mission beim ersten Mal direkt. Was ist jetzt los? Ach Leute, was ist denn jetzt hier? Jetzt hat das Spiel ganz beendet. Ich drehe gleich am Rad. Okay. Keine Ahnung, Leute. Ich finde, warum die mich erkannt haben. Ich wüsste es gerne. Was bringt denn das ganze Kostümieren, wenn die einen dann eh erkennen? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder wie, oder was? Die kennen halt ihre Pappenheimer. Ja, so auf einer realen Ebene verstehe ich das natürlich, aber auf einer spiellogischen Ebene. Jetzt ist sie wieder da. Nee, fehlgeschlagen. Nee, okay. Ich dachte schon. Spielladen da. Ey, meine Güte. So, 23.30 Uhr, 31, 33. Wie habe ich denn hier abgespeichert? Dann war das mein letzter Spielstand hier. Da bin ich in diesem Super-Anwesen, in diesem Super-Spar-Anwesen. Ihr seht es, ich bin hier schon sehr gut verkleidet. Die erkennen mich zum Beispiel jetzt nicht. Und jetzt muss ich... Was muss ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich muss... Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich muss. Mich da rein. Sorry, guys. I can't let you through. Rules are rules. Aber wir sind doch exakt die gleichen. Zwei Dinger da. Wo ist der Unterschied? Vielleicht kann ich dich nicht reinlassen. Da liegt er. Zu dem muss ich nämlich. Ich glaube, den muss ich umbringen. Vielleicht von oben. So, der müsste jetzt eigentlich direkt unter mir sein. Hacken, fehlendes Objekt. Operationsunterbrechung, Operationssteuerung. Ach, da unten ist er ja. Operations procedure overwritten. Warning. No vital signs detected. Commencing. Was habe ich jetzt gemacht? That is Eric Soders, former training director at the ICA. Regrettable. Mr. Soders is coming back. Situation under control. Who are you? Niemand, ich bin niemand. Lass mich in Ruhe. Hey, Halleluja, wer bist du da? Bodyguard. This is your final warning. Oh.
my dress up. Fire at will. Short burn. Warum? 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 Lol. Ihr habt gesehen, ich habe alles versucht, um es hier friedlich zu lösen. Fuck, ich sehe gar nichts mehr. Ist das hier schussfestes Glas? Es war nicht erfolgreich. Das weiß ich selber, Chat. Aber es war nicht meine Schuld. So. Was muss ich denn überhaupt machen? Ich raff überhaupt gar nichts. Einsatzziele. So. Ziel Erich Sodas. Der liegt da. Beliebige Methode umbringen. Beliebige Ziel. Ach so, die muss ich umbringen und den muss ich umbringen. Aber wie denn? So, was ist das hier? Behandlungsfehler. Story Mission. Geist, interessant. Ein Handbuch für Kai, die künstliche Intelligenz des Gamma-Krankenhauses, kann ich mit Kai am Laufen, sondern steuert auch die Chirurgieroboter im Operationssaal. Genau dort befindet sich Sodas im Moment. Im Handbuch steht, dass die KI automatisch jeden Patienten mit Herzstillstand wiederbelebt, was für uns ein Problem sein könnte. Ah, der Krankenhausdirektor hat Zugriff auf den Mainframe. Okay, aber das habe ich doch schon gemacht, oder? Heiße Quellen, Ziel bereits eliminiert, siehste? Rauchen verboten. Story-Mission abgeschlossen. Also die habe ich schon umgebracht? Erinnere ich mich gar nicht dran. Geist in der Maschine. Ich glaube, ich bin hier aber nicht komplett falsch hier. 75 Meter. Was ist das? My chief was like, not even the bodyguards come through here, so I'm really sorry, really am. Okay. Oh, das ist der Chef-Typ. Das ist der Chefarzt. Jetzt weiß ich wieder. Den brauche ich. Die Verkleidung von dem brauche ich. Guck, der kann nämlich rein. Den lassen sie rein. Wenn ich mich als der verkleide. You're trespassing, please turn. Yes, Kai. I am programmed to engage in. Third and final warning. Enough of this. Show me your hands and stay calm. Hold it right there. Hey, you, give it up. That's right. Keep your hands in the air. You think the game's moving? Pam, pam. Aua! Aua! Jetzt weiß ich, wie es geht, Leute. Okay, ich musste erstmal wieder reinkommen. Zwei Versuche zum Reinkommen, dritter Versuch zum Rulorn. So, also, wir sind schon eigentlich gar nicht so schlecht hier. Der geht aufs Klo. Die lassen mich wieder nicht rein. Okay, wir müssen von oben, safe von oben kommen. Wo ging's denn nochmal nach oben? Hier. Nein. Hier. Wo denn? Ach, die haben mich schon wieder entdeckt. Das gibt's doch nicht. Hey, da hinten, der Typ. Irgendwas ist da nicht ganz. Es
Ist aber auch schwer, hier einfach mal jemanden umzubringen, ohne entdeckt zu werden. Okay, jetzt wird es richtig gut, Leute. Jetzt weiß ich, wie es geht. Also, wir gehen hoch. Ganz klar. Hier hoch. Wir dürfen uns halt nicht erwischen lassen, immer hier. Kommen wir nicht rein? Kommen wir hier rein? I'm not convinced. Kai is still a prototype. Guten Tag. Ist ja alles in Ordnung. Okay, sehr gut. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden, wie das hier alles läuft. So, hier können wir jetzt ausschalten, ne? Ich glaube, das bringt nichts. Warning. Operations procedure overwritten. Warning. No vital signs detected. Commencing resuscitation procedure. Charging defibrillator. So, das ist nämlich die KI, die den immer wieder automatisch... 3, 2, 1, clear. ...automatisch wiederbelebt. Informationen einsehen. KI ist darauf programmiert, im Falle eines Herzschlags mittels des Defibrillatorsystems umgehend Reanimationsmaßnahmen einzuleiten. Ja, aber das weiß ich doch schon. Patient is recovering. Vitals are stable. Crisis averted. Resetting. Hier komme ich nicht rein. Ne? Operations procedure. Leute, in einer halben Stunde geht's los mit Halo Beef React. Es steht aber auch im Titel ab 20 Uhr. Daran hat sich nichts geändert. Bewusstloser Zeuge mal zwei? Also mir fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt mir. Komm so nicht weiter. Irgendwas fehlt. Wo finden wir denn den Director? Weil dieser Komplex hier ist wirklich sehr, sehr groß, Leute. Wirklich. Schraubendreher ist immer gut. Schraubendreher. Oh, was haben wir hier? Hey, so you're the curator's research aide, right? Let me guess. You want to know about the medical trial? Oh, so it is true. The guy's had a mood-altering neurochip implanted in his brain. So how does it work? Does it work? Sorry, you're just gonna have to wait for my research paper. I'm following the trial closely, and with a little luck, it'll be the basis for my doctorate. Right. All I can say is... Fine. I'll just have to ask you again when we're drunk. Wieder auf dem Schild. Meint ihr, die fallen drauf rein?
fucking crazy in this one. Oh! Auffällig. Was soll schief gehen? Oh no! Oh boy, what happened here? Where are your clothes? Hello? Hey, who did this? Maul. So. Perfekt von mir gelöst. Hackbeil. Alter, guck mal, das Dings aus Kill Bill. It's me. Are the final details in place? Oh, well, he was very handsomely rewarded. Not that he fully understood the rarity of the boy's magnificent heart, of course. Finde Schlüsselkarte. That goes without saying. I do so. That is the right-sided donor heart destined for sodas. This is what he sold out the ice. Alter, das ist das Spenderherz. Da ist noch ein Wachmann. Alter, guck mal, was die haben. Ups, das ist der Schrank. Ich wusste nicht, dass es ein Schrank ist. Also ich wusste, dass es ein Schrank ist, aber ich wollte da eigentlich... Ist doch egal. Okay, da ist das Spendeherz. Raumtemperatur senken. Ich hab doch einen Schraubenschlüssel. Hier. Schraubenschlüssel. Ach nee, Schraubenschlüssel. Schraubendreher habe ich. Ach nee, ernsthaft. Schraubenschlüssel. Ja, ich könnte die jetzt natürlich pam-pam-mäßig abknallen. Das ist natürlich... Working through the night a few days ago. I feel extremely lucky to be part of such a talented team, so I work as hard as I possibly can. It's a shame that the government's actively trying to a Schraubenschlüssel. Okay, wo kriege ich jetzt einen Schraubenschlüssel her? Sicherheitsraum. Beweise zerstören. Okay. Notizen des Forschungsassistenten. Hierbei handelt es sich um die Folge einer Kurale Neurochip. Wer die Verhängung der Dose ein Rückfall in der Weise. Okay. Untertauchen, ja. Das bringt jetzt auch nichts. Brauchen einen Schraubenschlüssel. Am liebsten haue ich mir der Rohrzange zu. War Junge. Wo kriegen wir einen Schraubenschlüssel? Das sieht gut aus hier. Hammer. Komm näher. Wo ein Hammer ist, ist auch ein Schraubenschlüssel. Da. Da sind doch Schraubenschlüssel. Wieso kann ich die denn jetzt nicht nehmen? Nix, ich bin hier falsch. Sorry. What? Why? I'm serious. Was willst du? Oh Jesus Christ, ernsthaft Leute? Psst. Okay, hab ich gesehen. Scheiße.
Oh Mann, ey. Alles, was ich versuche, klappt nicht, Leute. Das ist allein Simons Schuld. Ich bin langsam echt, also okay, vielleicht sollten wir als Sicherheitsmann erstmal uns einen Schraubenschlüssel besorgen. Und dann gehen wir hier rein. Nee. Wir gehen jetzt rein. It's me. Are the final details in place? So, als Sicherheitsdude kommen wir nämlich hier viel leichter durch. Ist ja alles in Ordnung. Wir gehen einfach hier rein. Da ist der Schraubenschlüssel, Leute. Tschüss. Vielleicht muss ich mich auch gar nicht als einer der Operateure verkleiden. Vielleicht kann ich sogar einfach so in die Herzkammer da. Probieren das einfach mal aus. Die Stress machen. Oh ja. Jesus Christ, wäre schon weg. Chillt doch mal, Leute. So, jetzt machen wir den gleichen. You're the curator's research Kram team, right? Wie eben. So, hier den Strom aus. Das wird alles super klappen, Leute. Gleich habe ich die Mission im Kasten. So, jetzt gehen wir schnell hier. Ich muss nur ein Versteck finden für den. Wie kriege ich den versteckt? Ah, hier, warte. War da nicht was? Shit. Ach, ich kann auch die Treppe hoch. In a Kampf? Mit wem? Why? You're trying to get rid of a body. Hands over your head. Okay. Moving in on. Safety's off, buddy. Stay calm or be dead. Light him up. Time to glow in the dark. Cover. Please, I need help. Wieso denn? Ich versteh's nicht. Ey Leute, ich drehe langsam durch. Ich wurde doch nicht erwischt. Das hat doch vorhin auch geklappt. Was mache ich denn nur falsch? Alles? Ja, okay, aber jetzt mal wirklich, Leute. Also nochmal. Wir gehen. Nein, 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 ich will. Sorry, ich habe mich verlaufen. Da. Chill doch. What's up with the sudden lamp on our resident yoga mat? I noticed that. Heard him complain about it on the phone. Yeah, I guess that would explain it. There's a lot of annoyed people out there. Was? That's enough.
Was denn? Was habe ich denn gemacht? Guck mal. Jetzt sind die schon wieder sauer, wo ich überhaupt nichts gemacht habe. Wofür ver... Du kannst mich doch nicht erschießen, weil ich einen Schraubenschlüssel mitnehme. Das verstehe ich wirklich nicht. Was genau wird mir denn hier vorgeworfen? So, hier kein Verdacht, ne? Alles cool. So. Hier ist auch alles cool. So, hier. Alles cool, alles cool. Keiner sauer auf mich. So, Schraubenschlüssel genommen. Alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool. Niemand hier ist sauer auf mich. Alles cool. I'm pretty sure he's not going to be doing any routines with any of the guests. Alles cool. Ich speichere jetzt ab. So. Alles cool, alles friedlich. Hey, wir sind alles Kollegen. Chillt, Leute, chillt. Er ist cool. Everybody be cool. You. Wie cool. So. Hier, alle cool. Alle cool. So, und jetzt. Ich speichere ab. Keine Ahnung, warum es jetzt geklappt hat. So. Hey, so. You're the curator's research aide, right? Let me guess. You want to know about the medical trial? Oh, so it is true. The guy's had a mood-altering neurochip implanted in his brain. So how does it work? Does it work? So. Sorry, you're just gonna have to wait for my research paper. I'm following the trial. Jetzt gehen wir hier hin. Ich speichere mal ab. Jetzt wird's spannend, Leute. So. Wir machen den Strom aus. Er kommt rein, wir knocken ihn aus. Und dann entweder tragen wir ihn hier hoch. Ist hier eine Cam irgendwo? Ist auch keine Kamera. Eigentlich kann das hier niemand sehen. Was ist denn hier? Nein, alles gut, alles gut. Ich bin es nicht. Oh. Da ist er ja schon, der Typ. Wir sind ganz nah dran sogar an ihm, okay. Ah, Strom kann man auch wieder einschalten. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kommt er dann nicht, ne? Aber ich habe gedacht, der kommt, um nach seinem Dude zu suchen. Aber der kommt vielleicht einfach nur, weil er den Strom schaltet. Okay, wir probieren es. Ja, man kann die Leiche leider nicht auf die Bahre packen. Na, zu früh aufgestanden! Oh mein Gott! So, das hat trotzdem geklappt. Hä, man kann den da drauflegen? Wie denn? Oh, warte mal. Nee. Das bin ich. Ziehen? Nee. Ich kann mich da drauflegen. Aber ihn kann ich da nicht drauflegen. Aber ist auch egal, brauchen wir gar nicht mehr.
So Leute, jetzt wird's spannend. Jetzt machen wir das Herz von dem Typen kaputt. Oder? Oh, hier ist Verbrennungsofen. Ob man da hier. Egal. So, jetzt gehen wir hier. Jetzt gehen wir hier. Jetzt gehen wir hier. Jetzt benutzen wir den Schraubenschlüssel. Es ist wirklich sehr kalt. Ja, muss ich auch mal raus, wenn der Raum ist echt viel zu kalt. Jetzt kann ich hier. Herz zerstören. Soda's on the operating table, and no hope of getting a second right-sided heart in time. You have effectively killed him without laying a hand on him. What happened? This should be a clear message to anyone considering following in his footsteps. And the assistant? That's both targets down. Time to find an exit. We're done here. Leute, ich bin einfach der allerbeste Hitman. Da brauche ich gar nicht mehr irgendwas mir durchlesen. Das war ja wohl einfach richtig stark. Wieso kann ich hier nicht abspeichern? Hier. Hello, Doctor. Sir. Good day, sir. Move on. Geil. Haben wir auch nur den Schraubenschlüssel? So. Hä? Ach, das ist für die Verfolgungsjagd. Ich dachte, ich reite. Ich verpiss mich mit dem Ding. Hä? Nein, jetzt habe ich jetzt selber das Ding kaputt gemacht, mit dem ich... Warte mal, geht das trotzdem? Jetzt habe ich das selber das Öl. Ist egal. Ist egal. Das nimmt das Spiel nicht so genau. Guckt euch an, wie gut das war, Leute. 15.000 Erfahrungspunkte. Einfach so stark einmal. Nahkampf-Meisterkiller. Persönliche Bestleistung. Ein Stern von wie vielen? Einsatzziel abgeschlossen. Immer unbemerkt, nicht geschafft. Alle Kills unbemerkt, nicht geschafft. Keine Körper gefunden, nicht geschafft. Keine Aufnahmen. Zeitbonus. Naja, es war halt effizient. Einer von fünf. Oh. Naja. Immerhin, keiner meiner Freunde hat es bislang geschafft. Insofern stimmt es, was ich sage. Deutschlands weltbester Let's Player. Oh, jetzt habe ich einen Shuriken gekriegt. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy.
I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Die erinnern mich auch an irgendeinen Schauspieler, der tut. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you. Old and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Ah. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Spannend. Hitman. It's not a hitman. It's just shitman. So, ist das die Mission? Nächtlicher Besuch? Inhalte zum Herunterladen nicht? Hä? Och Mann, ständig fehlt mir hier irgendwas. Zugang erhalten. Hier steht Zugang erhalten, hier steht ich habe ihn nicht. Was ist denn jetzt? Ach, das war das Ende von Hitman 1 gerade, oder was? Krass, das war die letzte Mission von Hitman 1. Oh, und ich habe Hitman 2 nicht. Aber hier habe ich noch nicht alle Missionen gespielt. Goldener Käfig, Club 27 habe ich gemacht. Freiheitskämpfer habe ich gemacht, Situs Inversus habe ich gemacht. Habe ich Club 27 gemacht? Good morning, 47. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret.
1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution, and while the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. Ja, easy. Wir shrieken einfach hier diesen Eminem-Lookalike und den Pinguin gleich hinterher. So, was können wir hier einstellen? Planung. Schmuggelobjekt. Haben wir nicht. Oh, was ist denn das? Ich will die hier. Zubehör, Münze, Zubehör, Klavierseite. Oder nehmen wir lieber Shuriken. Fump, fump, oder? Schmuggelobjekt? Immer nicht. So, let's go. Welcome to Bangkok. Wir gehen da rein. Shuriken, fapfap, fertig, oder? You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross. Ob so ein Shuriken wirklich tödlich ist, da musst du schon genau ins Hirn treffen. Studio in the Empress Suite on the third floor. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rockstars die. Good luck, 47. So, wir speichern als erstes ab. Wie hatte man nochmal diese View? Man hatte doch so eine... Okay, da ist die Nummer 1, das ist die Nummer 2. Guck, pam pam. Shuriken, flup, flup, easy. Also, wir gehen hier rein. Hey Leute, was geht ab? Was geht ab? Schönen guten Tag. Hi, schönen guten Tag. Oh, hier schönen Cocktail. So leicht da reinzukommen. Es gibt immer einen Hintereingang bei Hitman. Es gibt immer einen Hintereingang. Goldene Hitman-Regel. Entschuldigung. Oh, ich habe mich verlaufen. Ich dachte, hier sind die Toiletten. Okay, chill. Everybody's got a motive, huh? So what about your Sato pumps? They're limited edition, right? They must be. Okay, that's nix. No sign of our guy. Das geht aber auch ein bisschen schnell, wie aggro die sind, ne? Da bist, gehst du einmal falsch, du wirst ja nicht sofort erschossen, wenn du aus Versehen das Klo nicht findest. Gehen wir einfach mal den normalen Weg an der Rezeption vorbei. Ich würde gern einchecken. Good day. Checking in. Name's Tobias Reaper. Thank you so much, sir. Here's your key card. Welcome to the Himapan Hotel. Welcome to the Himapan Hotel. Please follow me. Nimmst du sie nicht? I hope you'll enjoy your stay.
So, jetzt haben wir schon die Schlüsselkarte. Können wir Bonbon nehmen? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Typ finden. Da oben ist er. Shuriken, Flap, fertig. Was ist hier? Was steht da? Private Event. Okay. Hey, was there any of that you didn't understand? Because if not, how about you get the hell out of here? How about you get the hell out of here? How about you chill? Oh, hello, Mr. Reaper. Hey, good day. Frittensommelier schreibt, als ich versehentlich mal bei Rocket Beans in die Heinrichstraße reingeplatzt bin, wurde ich direkt rausgeprügelt. Ist schon realistisch, das Spiel. Ja, aber du warst nackt, Frittensommelier. Ich bin ja hier angezogen. Ui. Alter. Das ist aber nett. Wissen wir, ob du eine Hose anhast? Good point. Okay, ich bin schon über ihm. Hier ist so eine Art Bibliothek oder so. Enjoy your stay in Bangkok, Mr. Reaper. Thanks. Das sind die Hotelangestellten, ne? Wahrscheinlich, wenn ich den snappe. 207. Roof, no smoking. Komm ich nicht drauf. Fehlende Schlüsselkarte. Well. Untertau. Okay. Hello, sir. How are you today? Hey, how are you? Great to see you. So, jetzt. Zur Chance gekommen. Ich muss auch hier. Sorry, but this access point is restricted. I can't let you through. I'm sorry. Take a walk. Get out of here. I'm sorry. Warte, jetzt schnell pam-pam, oder? Meine Kontaktlinsen sind mir auf den Boden gefallen. Entschuldigung. Notiz der Managerin. Eine Notiz der Hotelmanager. Die Anwesenheit der jungen Meister, des jungen Meister Cross und seines Gefolges ist eine Ehre für uns. Sie werden in den nächsten Wochen die Kaisersuite bewohnen. Aus diesem Grund wird Flügel A für die Öffentlichkeit geschlossen. Nur Personal und Mitglieder von Mr. Cross Entourage haben Zutritt. Jeder Verstoß führt zur sofortigen Kündigung. Also Personal. Ich muss diesen einen Typen umnocken.
Aber die Wachen da sind ein Problem. Hey. Hey, was geht? Oh, fast. That is an unauthorized use of the lateral vascular neck constraint. Den schmeißen wir hier rein. Good day. Hey, how are you? Direkt abspeichern. Das hat wieder mal super geklappt. Ey, ich bin so ein guter Hitman. Jetzt versuchen wir da hochzukommen. Good day. Es könnte sein, dass die mich erkennen jetzt, ne? Nee. Alles gut. Hey, you seen Ramon? No? I haven't seen Ramon. I'm sorry. So, geht gleich los. Mit dem Beef React, Leute. Aber erst muss ich hier. Ja, geht gleich los. Muss ja alles noch technisch eingerichtet werden. Das wurde bei mir schon gemacht. Ich schätze mal, dass bei Booty da noch was gemacht wird und dann geht's gleich los. More security, the better. So, wo muss ich denn eigentlich? Wo ist denn jetzt der Dude Reno? Ah, direkt unter mir. Guck da. Ich folge ihm aus der Luft. Oh, hier ist sogar offen. Kann ich hier rüber? Nein. Shit. Aber da aufs Dach komme ich bestimmt. Komme ich hier nicht rüber, ey? Boah, hier mit der Sniper könnte man wahrscheinlich auch einfach durchsnipen. Das ist wieder hier der Eingang. Das ist schon cool gemacht, Hitman, so dass man so selbst erstmal alles erforschen muss, um so zu verstehen, wie ist alles aufgebaut und so. Das finde ich schon cool. Und dann macht man es doch mit roher Gewalt einfach. Denn jetzt? Da drüben. No, no, get out of the way, I can't. Oh, she was just there. Stupid Rhodey. Don't know how lucky you are in there with her. Das war nicht.
Hä? Ey, ich muss irgendwie auf die andere Seite. Ich bin noch nicht wirklich näher gekommen. Ich muss auf die andere Seite des Gebäudes, aber irgendwie check ich es nicht wie. Muss ich einfach da, wo vorhin die Typen gesagt haben, hier ist heute privat. Ich kann nicht einfach durch als Cop. Wo waren das hier? Da. Kann ich jetzt einfach durch. Good day. Aha. Sir? Stay safe out there, security man. Jetzt shuriken wir den einfach. 104. Komm hier auch, komme ich nirgendwo? Geh ich einfach nach oben. We're up in security at the moment, sir, so I'm afraid I can't let you through here. Okay, das ist nächstes Level Security. Wo ist mein Dude? Hä, wieso ist der so weit? Ne, es muss der andere sein. Da! Er geht gerade runter, oder? Ist natürlich ein sehr guter Skill, den so ein Hitman dann hat. Alter, die haben auf jeden Fall Party gemacht hier. You could take a couple steps back, it would set my mind at rest. Was ist das? Getränkedose. You must admit, it's all a bit overkill. Cross is popular, sure, but he's no head of state. Yeah, you're forgetting who his dad is. Paranoid bastard with a bottomless wallet. But hey, den brauche ich hier. Beats Garden some dusty CEO. Oh, I see. Cross Senior pays your wages. You work for him. I never met the man, but yeah, I suppose. Bet Jordan's not too crazy about that. Yeah, okay, also Budi und Nils sind da, müssen noch Technikkram machen. So, dann kann ich hier noch ein bisschen zocken. Wie komme ich an den? Muss ja irgendwie alleine erwischen. Der Klassiker. Wasser haben, okay. Wo führt das hin? Was ist denn da? Ja, da ist irgendwas mit dem Wasser. Also jetzt muss ich das wahrscheinlich abdrehen, ne? So, jetzt ist die Frage, komme ich an dem vorbei? Say the word, I'm ready. Alles klar. So, Leute. Wo ist er? Hä, der ist noch eins höher. Performance in Barcelona. Oh yeah, man. Oh, that was crazy.
Genau über mir. Nobody. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Ja gut, hier oben ist natürlich einiges los. Schwierig. Der muss mal raus hier aus diesem... Schön woanders hin, Junge. Wer war das? Der muss oben gewesen sein. Shit. Ey, Leute, da oben ist irgendwas passiert. Nein, genau in den Raum mit den 6 Leibwachen gerannt. Ah! Ja, na gut, aber das ist ja absolut machbar. Das ist ja gar kein Problem. Ich gebe zu, dieser Shuriken-Wurf war vielleicht nicht perfekt getimed. Man hätte da eventuell noch das woanders machen können. Aber da machen wir das nächste Mal weiter. Das hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Deutschlands weltbester Hitman der Welt aus Deutschland hat wieder zugeschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.